Herzlich willkommen zu Transfermarkt TV. Heute bei uns Chelsea's Callum Hudson-Odoi ist weiterhin heiß begehrt in der Fußball-Bundesliga. Die Bayern und der BVB dran. Wer sichert sich möglicherweise den englischen Spieler? Das bei uns heute im Programm. Und zudem gibt es eine Vereinbarung zwischen Bayern und Gladbach in puncto Florian Neuhaus. Auch da werden wir heute drauf schauen. Los geht's mit unserer Gerüchteküche. Wir starten in Wolfsburg mit Maxence Lacroix. Es soll nämlich Interesse von RB Leipzig an diesem Spieler geben. Laut Sky hat RB ein Rekordangebot für den Wolfsburger vorbereitet. Soll demnach bereit sein, 30 Millionen Euro für den Innenverteidiger zu bezahlen. Das wären 5 Millionen Euro mehr als sein aktueller Marktwert. Der Vizemeister ist nach den Abgängen von Upamecano und Konaté ja auf der Suche nach Verstärkung für die Defensive. Eine Verpflichtung Lacroix für diesen Tarif wäre ein Rekordzugang für Leipzig. Bisher Naby Keita mit 29,75 Millionen der teuerste Spieler. Für die Wölfe hingegen wäre es ein sportlicher Verlust, allerdings finanziell ein deutliches Transferplus. Der 21-jährige Franzose kam im Sommer für 5 Millionen Euro von Sochaux. Unsere Meinung, der Daumen eher horizontal. Leipzig hat natürlich viel Geld eingenommen durch den Verkauf von Konaté, Upamecano und Nagelsmann, kann also reinvestieren. Allerdings hat Wolfsburg gesagt, dass man Lacroix unbedingt halten wolle. Fragt mich natürlich, ob das auch noch bei einem Angebot von 30 Millionen plus gilt. Ein weiterer Faktor, auch der BVB soll im Rennen um Lacroix sein. Dann kommen wir zu unserem Top-Thema. Callum Hudson-Odoi, das 20-jährige englische Top-Talent von Chelsea, ist in der Bundesliga weiterhin heiß begehrt. Im Winter 2019 wollte der FC Bayern ja den Rechtsfuß schon gerne verpflichten, scheiterte damals allerdings. Laut 90min.com soll jetzt der BVB dazwischen grätschen. Er soll schon in Kontakt mit dem Engländer stehen, der die Blues im Sommer wohl verlassen kann. Nach seinem Achillessehnenriss kann Hudson-Odoi nicht an seine zuvorigen Leistungen anknüpfen, startete in der Premier League nur 10 Mal. Seit Thomas Tuchel im Amt ist, spielt der Engländer, der wohl eine neue Herausforderung suchen soll, bei den Londonern keine große Rolle mehr. Und dann gibt es ja auch noch das Interesse von Bayern München, das weiterhin vorhanden sein soll laut Sky. Der Kontakt wohl nie komplett abgerissen, das Thema könnte also nochmal heiß werden. Eine Leihe eventuell mit Kaufoption steht zur Debatte. Unsere Einschätzung erstmal zum BVB, der Daumen hier horizontal. Der wichtigste Name in diesem Deal heißt Jadon Sancho, denn Chelsea soll an diesem Mann interessiert sein. In Zeiten von Corona sind die ganz großen Ablösesummen wohl nicht möglich. Vielleicht kommt Hudson-Odoi ja im Gegenzug zum BVB. Bei Sancho Verbleib ist ein Transfer eher unwahrscheinlich. Zudem könnte das Gehalt in Höhe von 7 Millionen Euro problematisch für Dortmund sein. Und zu den Bayern, Daumen eher nach unten. Mit Sané, Gnabry und Coman hat der FCB gleich 3 absolute Top-Spieler in den Reihen. Viel Einsatzzeit wird Hudson-Odoi da wohl nicht bekommen. Zudem fraglich, ob Bayern ein hohes Gehalt hierbei zahlen möchte. Dann haben wir noch ein User-Zitat zu diesem Thema, der sagt: Ich sehe Bayern absolut nicht in der besseren Position. Dortmund hat mit Sancho den Spieler, den nahezu alle Top-Clubs auf der Insel wollen. Durch Corona muss jeder Club sparen, also wäre es ein leichtes, einen Odoi bei einem Sancho-Transfer gegenzurechnen. Somit ist Chelsea selbstverständlich extrem daran interessiert, dass Odoi zum BVB geht. Interessantes Thema, also wir bleiben natürlich für euch am Ball und Neuigkeiten soll es eventuell auch in Bezug auf Florian Neuhaus geben. Es gab ja immer wieder Gerüchte, dass Neuhaus von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern wechseln könnte. Laut Bild soll es inzwischen eine Vereinbarung geben, dass Neuhaus 2022 für 40 Millionen Euro nach München wechselt. Bis dahin soll der 24-jährige deutsche Nationalspieler noch ein Jahr Spielpraxis bei Borussia Mönchengladbach sammeln. Bei den Fohlen läuft der Vertrag von Neuhaus noch bis 2023 und enthält eine Ausstiegsklausel mit eben dieser festgeschriebenen Ablösesumme von 40 Millionen Euro. Zuletzt hatten die Bayern-Verantwortlichen betont, dass sie in diesem Sommer keine weiteren Transfers mit einer hohen Ablöse tätigen können und wollen.
vom Interesse von Leipzig an Lacroix hatten wir es ja vorhin schon und der VfL Wolfsburg soll sich bereits nach einem möglichen Ersatz für den Franzosen umschauen. Sebastian Bornot soll laut Sportbuzzer ins Visier des VfLs geraten sein. Zwischen den Wölfen und dem belgischen Innenverteidiger des 1. FC Köln sollen auch schon erste Gespräche stattgefunden haben. Zwischen den beiden Clubs, also Wolfsburg und Köln, gab es allerdings wohl noch keinen Kontakt diesbezüglich. Der 22-Jährige hat beim FC Vertrag bis 2024. Wir bleiben bei Personalien, die den 1. FC Köln betreffen. Laut Sportbuzzer entscheidet sich Hannovers Timo Hübers für einen Wechsel zum FC. Der Bundesligist setzt sich in diesem Zuge wohl gegen Clubs wie Ligakonkurrent Bielefeld sowie die Zweitligisten Hamburger Sportverein, Schalke 04 und Werder Bremen durch. Hannover wollte ihn eigentlich unbedingt halten. Entsprechend wurde er nach dem letzten Saisonspiel auch noch nicht offiziell verabschiedet. Aber nun scheint alles auf einen Wechsel nach Köln hinzudeuten. Zudem gibt es Äußerungen von Köln-Geschäftsführer Alexander Werle zu Marc Uth. Er hat bestätigt, dass man sehr weit in den Gesprächen mit dem Angreifer von Schalke 04 vorangeschritten sei. Uth war bereits in der Rückrunde 2019-20 an den FC ausgeliehen und hatte damals großen Anteil am Klassenerhalt. Er steht in Schalke zwar noch bis 2022 unter Vertrag, Königsblau sei allerdings trotzdem bereit, ihn ablösefrei abzugeben. Schalke verlassen könnte auch Amin Harit. Laut Sky buhlen die beiden Serie A-Clubs Atalanta Bergamo und SSC Neapel um den Schalker. Beide Vereine sollen demnach schon ein Angebot abgegeben haben. Der 23-jährige Marokkaner steht nach dem Abstieg von S 04 auf der Verkaufsliste. Grund sicherlich auch sein zu hohes Gehalt für Liga 2. Schalke ist ja ohnehin auf Transfererlöse angewiesen. Da Harit bei den Knappen noch einen Vertrag bis 2024 hat, erhofft man sich eine hohe Ablösesumme. Robert Joule soll laut Sky ein Angebot aus Dubai vorliegen. Der mit 15 Toren und 15 Vorlagen zweitbeste Scorer der zweiten Liga könnte den VfL Bochum trotz des Aufstiegs in die Bundesliga verlassen. Im Ruhrgebiet hat er noch einen Vertrag bis 2023. Der enthält allerdings eine Ausstiegsklausel in Höhe von 350.000 Euro. In Dubai würde Joule ein deutlich höheres Gehalt winken. Bei dem Interessenten soll es sich um den Club Al-Nasr handeln. Laut Kicker dauert die Trainersuche bei Werder Bremen doch noch länger an als gedacht. Der Wechsel von Markus Anfang, der bei Darmstadt 98 unter Vertrag steht, soll an der Ablöse gescheitert sein. Mit dem Coach persönlich sollen sich die Norddeutschen schon geeinigt haben. Laut Deichstube sei ein Wechsel aber weiterhin möglich. Anfang soll dem Zweitligisten mitgeteilt werden, dass er gerne zu Werder wechseln wolle. Ein Verbleib sei demnach unwahrscheinlich. Und dann haben wir noch eine internationale Meldung. Laut Marca hat Manchester City Interesse an Barcelonas Sergi Roberto. Der steht noch bis 2022 bei den Katalanen unter Vertrag, gab jedoch immer wieder Gerüchte, dass Barca ihn gerne abgeben würde. Und auf Seiten der Citizens soll insbesondere Trainer Pep Guardiola großes Vertrauen in den Spieler haben. Sergi Roberto begann unter ihm seine Profikarriere. Weiter geht's mit unserem Ticker. Nun ist es also offiziell. Eric Garcia wechselt ablösefrei von Manchester City zum FC Barcelona und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2026. Die Ausstiegsklausel für den 20-Jährigen, der in Barcas Jugendakademie La Masia ausgebildet wurde, liegt bei 400 Millionen Euro. Jetzt dann bei Barca. Der Wechsel, der ablösefreie, hatte sich seit Monaten abgezeichnet. Mit einem Marktwert von 6,5 Millionen Euro stand Tiquinho Soares zuletzt auf Platz 2 der wertvollsten vereinslosen Profis. Nun hat der 30-jährige Mittelstürmer einen neuen Club gefunden. Wie Olympiakos Piräus bekannt gab, unterzeichnete der Brasilianer einen Vertrag bis 2024 beim griechischen Meister. Zuletzt hatte Soares in China gespielt. Spartak Moskau verleiht seinen Offensivspieler Güstil erneut. Der 23-jährige Niederländer, der in dieser Saison 7-mal in der Bundesliga für den SC Freiburg auf dem Feld stand, schließt sich zur neuen Saison wie erwartet Feyenoord Rotterdam an.
Auch Philipp Mwene hat einen neuen Club gefunden. Der 27-Jährige wechselt von Mainz 05 zur PSV Eindhoven. Beim Vizemeister der Eredivisie erhält der österreichische Linksverteidiger einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Trotz einer Einigung hatte Mwene zuvor seinen auslaufenden Vertrag bei den 05ern zur Überraschung der Mainzer nicht verlängert. Jonas Karls nimmt nach einer unglücklichen Leihe an den portugiesischen Erstligisten Vitória Guimarães einen neuen Anlauf in der zweiten Bundesliga. Der 24-Jährige wechselt vom FC Schalke 04 zum SC Paderborn. Bei den Ostwestfalen erhält der Linksverteidiger einen Vertrag bis 2023 mit Option auf Verlängerung. Mittelfeldspieler Marvin Bacalorz hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der ablösefreie 31-Jährige, der zuletzt beim Super League-Club Denizlispor unter Vertrag stand, unterschreibt bis 2024 beim MSV Duisburg. In unserer gestrigen Sendung haben wir verkündet, dass David Alaba sich ablösefrei Real Madrid anschließen wird. Und das ist der Grund, heute in unserer Statistik des Tages auf die 5 wertvollsten ablösefreien Transfers der Welt zu blicken. Wir starten mit Rang 5. Aaron Ramsey wechselte 2019/20 ablösefrei zu Juventus Turin, hatte damals einen Marktwert von 40 Millionen Euro. Auf der 4 De Vrij von Inter Mailand. Er wechselte 18/19 ablösefrei nach Italien, ebenfalls mit einem Marktwert von 40 Millionen Euro. Goretzka wechselte 2018/19 zu den Bayern, das Ganze ablösefrei trotz Marktwert von 40 Millionen. Robert Lewandowski legt noch einen drauf, Marktwert 50 Millionen Euro zum Zeitpunkt seines Wechsels nach München von Dortmund aus. Und auf der 1, David Alaba wechselt in diesem Sommer zu Real Madrid. Sein aktueller Marktwert liegt bei 55 Millionen Euro. Sein Vertrag lief aus, entsprechend der ablösefreie Wechsel nach Spanien. Zum Abschluss haben wir noch mal einige Meldungen des Tages für euch. Wir starten beim FC Bayern. Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge hört nun doch früher auf als zunächst angekündigt. Der 65-Jährige, dessen Vertrag beim Rekordmeister zum 31.12.2021 auslaufen sollte, hat nun eine Vertragsauflösung zum 30. Juni unterschrieben. Als sein Nachfolger wurde ja Oliver Kahn bereits seit Anfang 2020 bei den Münchern eingearbeitet. Rummenigge sagte, Zitat, es ist der strategisch sinnvollste und logische Zeitpunkt. Der Abstieg von Werder Bremen hat nun doch personelle Konsequenzen in der Führungsetage nach sich gezogen. Marco Bode, Aufsichtsratsvorsitzender der Grün-Weißen, wird ebenso wie die Mitglieder Andreas Hötzl, Thomas Krone und Kurt Zech nicht zur Wiederwahl im September antreten. Sportgeschäftsführer Frank Baumann hingegen darf bleiben. Das gaben die Grün-Weißen am gestrigen Montag bekannt. Der FC Wacker Innsbruck hat die neu installierte Geschäftsführung um Dennis Aogo nach nur knapp 3 Monaten wieder abberufen. Wie der 34-Jährige in einer Stellungnahme bekannt gab, wurde das Trio aus Aogo sowie Jens Duwe und Dennis Duwe am Montag entlassen. Ein offizieller Grund wurde Aogo anscheinend nicht genannt. Er vermutet jedoch einen Zusammenhang mit dem geplanten Verfahren zur Wirtschaftsprüfung. Havertz Nielsen bleibt Greuther Fürth auch in der kommenden Saison erhalten und geht mit dem Kleeblatt in die Fußball-Bundesliga. Wie der Aufsteiger am Montag offiziell bekannt gab, verlängerte der 27-jährige Mittelstürmer seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr. Sampdoria Genua hat den ebenfalls auslaufenden Vertrag mit Clublegende Fabio Quagliarella um ein Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Der 38-jährige Kapitän und Top-Torjäger der Blue Cerchiati erzielte in der abgelaufenen Serie A-Saison in 33 Partien 13 Treffer. In den Top 5 Ligen war nur Milans Zlatan Ibrahimovic mit 15 Treffer in der Altersklasse 38 Jahre oder älter noch torgefährlicher. Hiobs Botschaft für Mason Greenwood. Der Mann von Manchester United verpasst die anstehende Europameisterschaft wegen einer Verletzung. Das vermeldete der englische Fußballverband am heutigen Dienstag. Die Blessur hatte ihn bereits bei der U21-EM im März außer Gefecht gesetzt. Der Angreifer wurde in der vergangenen Woche in den vorläufigen 33-Mann-Kader von Trainer Southgate berufen. Nun also das EM aus. Zum Abschluss haben wir noch eine Meldung aus Südamerika. 2 Wochen vor dem Start wird die Copa America von Argentinien nach Brasilien verlegt. Grund ist die schwerwiegende Corona-Situation in Argentinien.
Das war TMTV für heute. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Hinterlasst gerne eure Meinung in den Kommentaren oder natürlich ein Like da. Wie immer gibt es noch zwei Links für euch. Einmal oben klicken für das Highlight-Video von Mario Götze aus seiner ersten Eredivisie-Saison und unten klicken für unser aktuellstes Video. Bis bald, macht's gut.